wo wollen Sie in 5 Jahren sein? Wie wollen Sie das erreichen? Und welche Gedanken haben Sie sich denn von uns gemacht, was wir dafür tun können? Und was bist du denn bereit dafür zu tun? Große Klasse. Warum verlieren die meisten Unternehmen die Zugehörigkeit? Warum passiert das, dass die meisten Unternehmen ihre Mitarbeiter verlieren? Weil sie nicht wahrhaft gesehen werden. Sie verlieren ihre Mitarbeiter, weil sie ihnen sagen, was Werte sind. Also wenn ich irgendwo hinkomme und in einem Unternehmen, wie gesagt, wir bauen jetzt mal hier, machen eine Wertehierarchie, das hat der Trainer gesagt. Und welche Werte, was sind sie? Ah, Respekt ist uns wichtig, Ehrlichkeit ist uns wichtig und Offenheit ist wichtig. Das müssen wir jetzt mal alle leben, haben wir uns jetzt hier mal dran geschrieben, ja? Und das ist jetzt unser Leitsatz. Offenheit, Ehrlichkeit, Respekt. Und der Kunde ist die Nummer eins. Das ist jetzt unsere Werte. Das leben wir alle. Und dann denkst du irgendwie so, die Mitarbeiter spüren sie aber nicht. Sie fühlen sie nicht. Viele wissen gar nicht mehr, was Respekt, Offenheit, Ehrlichkeit, Treue oder bedeutet. So, weil jetzt kommt ja, wenn du in die Werte gehst, passiert ja Folgendes, weil das ist ja ein Wort. Für jeden ist Offenheit, Ehrlichkeit, Respekt, Leichtigkeit etwas anderes. In der subjektiven Realität. Das hat was mit der TDS zu tun. Transdimensionale Suche ist jetzt aber nicht wichtig und wird zusammengebaut über die Verzerrung, über die Semantik. Aber ist jetzt auch nicht wichtig. Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass jeder in einem seiner eigenen Welt lebt. Und oft im Verkauf ist es so, jetzt muss ich natürlich viel labern, weil ich präsentiere, aber im Verkauf sollte es doch wirklich sein, dass man vielleicht 20% redet und 80% zuhört. Übrigens, jeder Coach auch. Guck mal die meisten Coaches an, wenn sie mit Leuten arbeiten, sie labern 70% und sagen, wie Menschen ihr Leben zu leben haben. Stellen viel zu wenig Fragen. Das ist eigentlich meinem Gegenüber wichtig. Was berührt dich? Wie möchtest du dich fühlen? Was ist dir wichtig? Wo soll die Reise hingehen? Wie viele Mitarbeitergespräche werden überhaupt so geführt? Ein Jahresendgespräch. Wo wollen Sie in 5 Jahren sein? Wie wollen Sie das erreichen? Und welche Gedanken haben Sie sich denn von uns gemacht, was wir dafür tun können? Und was bist du denn bereit dafür zu tun? Große Klasse. Dann geht er nach Hause, der Personalchef, und sagt, ich bin so ein Geiler. Und dann wundert er sich, dass er Leute verliert. Aber niemand fragt, wie willst du dich denn fühlen? Werden eigentlich deine Bedürfnisse hier gesehen? Fühlst du dich gesehen und geliebt? Fühlst du dich, dass du leicht sein kannst, kreativ sein kannst? Bist du in einer Abteilung? Fühlst du dich in einer Abteilung, wo du Strukturen hast, Verlässlichkeit? Bist du da, wo du auch wirklich in Einsatz kommst? Macht's Klick